Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Raphael. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Ich habe jetzt eine Weile gewartet, eine Viertelstunde, und schau mal, ob das inzwischen funktioniert hat. Ich gehe auf Überprüfen. Die Domain wird überprüft. Das dauert jetzt. So, die Domain wurde jetzt überprüft und es scheint so, als ob das, also ich finde die Meldung, muss ich sagen, die finde ich echt ein bisschen verwirrend, weil so ganz kann ich das jetzt nicht, doch, ich gehe, glaube ich, ändern von Name-Server-Datensätzen, genau. Er sagt mir jetzt, dass ich Einträge bearbeiten, er ist ja hier auch einen Schritt weiter gegangen. Gut, vielleicht ist das nur nicht Frauen geeignet. ich bin also hier bei Einträgen bearbeiten, ich sage jetzt also weiter und kann jetzt fertigstellen. Und jetzt geht er mir hier hin. Und sagt eben, dass ich jetzt diese Sachen hinzufügen kann. Diese Name-Server, die muss ich jetzt eintragen. Ich sage jetzt fertigstellen. So, und damit ich jetzt auf diese Name-Server zugreifen kann, gehe ich auf Eigenschaften anzeigen wiederum. Sie sehen, hier ist jetzt der DNS-Manager rechts daneben hinzugekommen. Ich gehe auf DNS-Manager. Hier sehen Sie jetzt die ganzen Eintragungen, die Microsoft vorgenommen hat. Diese Domain Name Service Datensätze stehen erst zur Verfügung, wenn ich jetzt die Name Server auf Microsoft redelegiert habe. Wenn Sie jetzt bei Ihrem Provider keine Redelegierung vornehmen können, wenn Sie also die Name-Server nicht ändern können, dann müssen Sie all diese Einträge selbst vornehmen oder von dem Provider vornehmen lassen. Ja, dann haben Sie den gleichen Effekt. Also entweder kopieren Sie diese ganzen Dinge und tragen Sie in Ihrer Domain ein, nachdem die überprüft worden ist. Oder wenn Sie jetzt einen Service Provider haben, wie ich das habe mit Domain 24, ich trage jetzt die Name Services ein. Jetzt muss ich natürlich wissen, welchen Name Server muss ich denn jetzt für meine Domain eintragen. Und da stehen Sie. Also hier NS1 BDM Microsoft Online Service.com. Den muss ich für den ersten Name-Server-Eintrag verwenden und für den zweiten ist es der gleiche Name, nur mit NS2. Okay, ich gehe jetzt hier zurück zu meinem Name-Server. Ganz wichtig, diesen Eintrag, den ich hier jetzt vorgenommen habe mit dem MX-E-Mail-Record, den lösche ich jetzt. Und dann gehe ich jetzt zurück zu meiner Domain. Gehe jetzt in die Name-Server-Einstellungen und trage jetzt hier, ich habe mir das mit Paste und Copy, habe ich mir das gespeichert, trage hier jetzt, das ist der falsche Eintrag, ich gehe nochmal zurück, ich markiere mir das, habe das markiert, ich sage nochmal STRGC für kopieren, gehe jetzt nochmal STRGV für eintragen. Sie sehen, jetzt ist dieser Name-Server eingetragen. Das mache ich hier jetzt auch. Gehe nach vorne, ändere das auf 2 und sage prüfen. Jetzt prüft Domain 24, ob es diese Name-Server gibt. Und das kann natürlich auch eine Weile dauern, diese Überprüfung. Sie sehen hier oben, Sie sehen das nicht hier oben. Ich schiebe es mal ein bisschen runter. Sie sehen hier oben, ist er das jetzt am Prüfen. Und zwar geht er jetzt hin und prüft, ob diese Name-Server auch wirklich im Internet existieren und erreichbar sind. So stellt Domain 24 sicher, dass ihre Domains auch funktionieren. So, die Überprüfung ist abgeschlossen.
Und es war also erfolgreich. Und jetzt bin ich eigentlich dabei, dass ich diese Domain auch wirklich bei mir verwenden kann. Ich sage hier weiter nochmal. Sage hier fertiggestellt. Und Sie sehen, auch da ist es so, dass diese Änderungen jetzt 72 Stunden dauern können, bis sie wirksam sind. Und das muss ich jetzt auch nochmal, werde ich sicherheitshalber nochmal machen, bevor dann irgendwelche Fehlermeldungen erscheinen. Sie sahen einen Videocast der Rachfal IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.